Servus, willkommen zurück zu Partisan. Chomp hier. Ich habe alles nochmal von vorne gemacht. Und tatsächlich, ich hatte vergessen, mir eine Waffe zu nehmen. Da lag eine Waffe, aber hier, teilweise sieht man den Quatsch nicht, weil es hier echt so klein dargestellt ist, dass ich nicht gesehen habe, dass da eine Waffe war. Jetzt habe ich eine Waffe, habe auch mittlerweile ein Maschinengewehr. Ich habe auch noch Scharfschützengewehr wahrscheinlich. Kann ich jetzt nicht ganz genau beurteilen. Ich habe einiges an Verbandskästen, Feldverbandkästen, die soll ich, zwei, stimmt tatsächlich. Schmerzmittel habe ich auch noch und ich habe noch Bandagen, falls es nötig sein sollte. Hab noch Munition für Maschinenpistole, panzerbrechende Munition und dergleichen. Granaten habe ich gerade keine, wird aber bestimmt noch kommen, hoffe ich. Und ich bin jetzt kurz davor, wo ich zuletzt auch gehört habe. Ich weiß auch immer nicht, hier, diese Sicht ist total scheiße. Ich kann die Maus nach oben ziehen, wie ich will, es wird die Sicht nicht verändern. So, das sind zwei. So. Der ist weg, jetzt muss ich mir natürlich erstmal den anderen suchen hier. So, er hat was fallen lassen. Hier rollt was runter. What the fuck is that denn? Jetzt muss ich meinem Loot hinterherlaufen hier oder was? So, wir werden nachladen. Man kann mit der Shift-Taste zielt er genau hin, wo man die Maus anvisiert hat. Normalerweise schießt er sonst kreuz und quer, also wie es ihm gerade passt. Man sieht hier teilweise nicht, ob da was rausgefallen ist oder nicht. Das nicht so. So, er hat hier noch mehr oder hat er nicht mehr? Offensichtlich hat er echt nur dieses Geld gehabt. Da oben muss ich hin. Da werde ich mir auch. Hier ist noch ein Gewehr, ein Werdern. So, da sehen wir den Burschen. Läuft ein bisschen dumm rum. Leider hat er überhaupt nichts fallen lassen. Das ist natürlich scheiße für mich. Aber ich habe immerhin eine Waffe. Oder zwei sogar. Ich habe ja noch eine Faustfeuerwaffe und das Gewehr halt eben. Tab kann man wechseln. Wie man sieht, für das MG habe ich es jetzt auch gebraucht. Muss also darauf achten. Also ich habe noch Munition drin, aber ich habe hier keinen weiteren Clip mehr. Muss also darauf achten, dass das dann auch bereit bleibt. Ich weiß, dass da noch ein Gegner war. Ich weiß noch nicht, ob man die alle auch umnieten muss. Jetzt muss ich mich hier hinbewegen. Nein, das muss ich nicht. Hier muss ich jetzt hin. Ist ein bisschen verwirrend, weil der Fall offensichtlich zeigt an, wo man sich gerade befindet und nicht, wo man hin muss. Und, ja, wie gesagt, ich habe das jetzt also mal gemacht. Das schnell übersprungen. So, hier bin ich ja letztens stecken geblieben. Weil, wie man sieht, ich habe hier nur einen Gegner auf der Karte. Aber da kommen noch, was sind das? Ich glaube, ein MG-Schütze ist da noch. So, der ist weg. Hab's ja gerade noch so geschafft. Gerade noch so wirklich mit meinem letzten Atemzug sozusagen. Ich werde die Waffe wechseln. Ich könnte das Gewehr benutzen, aber ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt damit vernünftig schießen kann. So, da war Munition, Pistole. Ganz einfache Pistolenmunition. Er kommt jetzt auch schon her hier. Zack, 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 zack. Jetzt ist der Kollege auch weg. Da haben wir einen Felsverbandkasten. Aber wir sehen ja, das Leben wird aufgefrischt, solange man nicht permanent beschossen wird. Schnell den Verbandskasten holen und wieder abzischen. So, jetzt habe ich ja drei von den Dingern. Ist auch ein bisschen hakelig. Er hatte doch auch noch irgendwas, oder täusche ich mich da jetzt? Ich weiß auch nicht, ob ich da oben hin soll. Aber wenn ich mich recht entsinne, hatte der dort auch nur... Warte mal, wissen wir... Ach, guck mal, bei M gibt es sogar eine Karte. Da sieht man immerhin, wie weit ich laufen muss. Ich könnte also hier lang, den Weg da durch oder den längeren Weg. Ich denke, ich werde hier einfach weitergehen. Also, ich wundere mich gerade, dass ich nicht auf die Idee gekommen bin, die Karte zu drücken. So, beim Nachladen ist es so...
wenn ihr auf R drückt zum Nachladen und dann euch bewegt, dann unterbricht er das Nachladen. Das ist natürlich auch ein bisschen blöd. Oh shit. Ich will mal Verbandskasten reinpfeifen. Ich muss dazu sagen, ich spiele es auf leicht. Und wenn euch leicht schon schwer vorkommt, dann probiert doch mal ruhig hart. Ich möchte das eigentlich nicht probieren. Hier war gerade irgendwas. Das ist ja das, was ich meine. Man sieht hier teilweise einen Scheißdreck. Wo ist denn jetzt dieses... Ich weiß, dass hier doch hier mit ein bisschen Geld. Also kleiner konnte man es auch echt nicht machen. Der hat hier gar nichts. Hat nicht nachgeladen, das ist erstmal blöd, aber... So, ich muss jetzt ganz schnell hier den Typen ausschalten. Wenn das irgendwann mal klappen sollte, und jetzt ihn hier noch. So, der ist auch weg. Das klappt jetzt nur so gut, wahrscheinlich weil ich auch leicht spiele. So, ich kann hier einfach stehen bleiben und er lädt nach. Das ging ein bisschen daneben. Kopfschüsse sind schwieriger als Körperschüsse, ist mir aufgefallen. So, aber ich habe soweit es ging geschafft. Da unten waren auch noch welche. Nochmal kurz auf die Karte gucken hier. Wir befinden uns auf dem richtigen Weg. Ich werde jetzt also einsammeln, was hier rumliegt. Hier liegt was. Ne, das ist ein Stein. Aber die haben noch irgendwas fallen lassen. Hier, Maschinenpistole. Und mit meiner ersten Maschinenpistole gab es noch die Munition dazu. Mal sehen, das war hier alles. Munition, Gewehr. Also ich habe lauter Gewehrmunition. Aber nichts mit dem Maschinenpistole. Was ist das? Das irritiert mich auch. Das sieht nämlich immer so aus, als würde man direkt davor stehen. So, Leben ist aufgefrischt. Ich weiß auch nicht, mit welcher Feuerrate dieses Gewehr funktioniert, aber so wie ich das mitbekommen habe, Feldverbandskasten, das ist schon mal gut. Hat die nur einen Schuss, da hat das Gewehr nur einen Schuss, das heißt, ja, man wohl nur mal einmal schießen könnte. So, ich versuche mal nachzuladen. Er lädt nicht nach, also habe ich auch keine Munition dafür. Das bedeutet für mich jetzt erstmal, ich werde das Gewehr, welches. Nee, echt jetzt. Jetzt fällt es mir erstmal auf. Ich habe das MG aufgenommen und muss das MG auch tauschen. Wieso kann er zum Beispiel das Berdan nicht benutzen, aber dieses andere Berdan? Wobei das ist dasselbe. Mehr oder weniger. Gut. Munition fürs Gewehr habe ich. Munition für die Waffe habe ich auch. Dann würde ich sagen, ab nach oben hier. Der Weg ist immer noch richtig. Okay, da sehe ich eine Einheit. Am Schiffen. Der besitzt zum Beispiel... Ah, hier, guck dir das an. Ich muss also tiefer zielen. Oh Gott, der verbraucht ja meine ganze Munition hier. Und weil er sich gehockt hat, wie ich gesehen habe... Ich kann mich komischerweise nicht hinhocken. Weil er sich hingehockt hat... Konnte er sich besser verteidigen. Beziehungsweise habe ich ihn weniger getroffen. Jetzt sehe ich auch schon, ich bin eigentlich fast schon genau da, wo ich hin muss. Und wie muss ich, wie soll ich denn da langkommen? Jetzt hier rum oder was? Das sieht so komisch aus, weil das sieht so aus, als müsste ich ganz woanders hin. Muss ich ja im Prinzip auch, sehe ich gerade. Okay. Ey. Ich spiele zum ersten Mal, ne? Was soll ich sagen? Die Leichen irritieren mich. Wo ist denn jetzt die andere Leiche? Falsche Taste. Neue Stufe erreicht. 3 heißt Punkte vergeben. Einmal konnte ich eine Leiche looten. Tatsächlich looten. Also die hatte noch das Geld noch bei sich. Musste es ja abnehmen. So, Charakterfenster, Charakterwerte.
Ich habe wieder 5 Attributspunkte und kann hier auch wieder gezieltes Feuern, das schnelles Nachladen oder gezieltes Feuern, Streufeuer. Gut, das kann ich noch nicht. Schnelles Feuern, gezieltes Nachladen oder gezieltes Feuern. Gezieltes Nachladen, schnelles Nachladen. Oder schnelles Feuern. Erhöht die Feuerrate bei Pistolen. Vielleicht gezieltes Feuern plus 5 Treffsicherheit. Das nehme ich erstmal mit. Und hier, schwierig. Ich weiß echt nicht genau, wie ich hier die Attribute vergeben soll. Da ich ja noch Waffen habe, habe ich natürlich nichts auf Stärke geskillt jetzt. Aber ich denke mal, Geschicklichkeit, Angriffsgeschwindigkeit im Nahkampf, ja, Treffsicherheit mit Rüstung, mit Granaten, Rüstungsklasse. Hm. Ich vergebe einfach so, wie hier wieder Wahrnehmung, Treffsicherheit mit Schusswaffen. Dann nehme ich noch einen dazu und wir gehen jetzt mal auf Stärke. Werde ich bestimmt irgendwann noch brauchen. Muss ich also irgendwie mitnehmen. Fertigkeiten. Ach je, darauf habe ich jetzt nicht geachtet. Letztens habe ich noch drauf geachtet, diesmal habe ich nicht drauf geachtet. Ich muss das ja entweder für die jeweilige Klasse dann skillen. Das ist ja Cheat. Cheatable. Aber ist egal. Es ist ja auch noch ein bisschen so am Ausprobieren, oder beziehungsweise probiere ich ja hier noch ein bisschen rum. Munition für MG war jetzt nicht, ne? Nee, alles aufgebraucht. Mit dem Gewehr wäre immer nur einmal, aber sicher ist sicher. Ich nehme das Gewehr rein. Für den Fall der Fälle. Denn das ist besser, als gar nichts zu haben. So, ich befinde mich auf dem richtigen Weg. Jetzt weiß ich nicht, was diese Einheit da macht. Da ist auf jeden Fall das eine Brücke. Ich weiß nicht, ob die gleich dann irgendwie getriggert wird. Oh ja. Wie man sieht, ich muss tiefer zielen, sonst kriege ich den Typen gar nicht weg. Er trifft mich nicht wirklich. Ich treffe ihn aber auch nicht wirklich. Verballer hier nur Munition. So, jetzt bin ich näher dran. Scheiße, und ich habe natürlich kein Messer jetzt mit. Jetzt ist er endlich weg. So ein Dreck. Wirklich getroffen hat er mich nicht, aber man sieht hier Aktionspunkte. Ach nee, das sind meine Levelpunkte. Okay, ich war mich schon gewundert, ich komme hier nicht. Klar. Ich habe mich nämlich vorhin gewundert. Da dachte ich, hier unten ist mein Lebensbalken. Und was habe ich gemacht? Ich habe hier Feldverbandskasten benutzt. Und hab den eigentlich nur verballert. Apropos verballert. Mein Gott, wo ist denn jetzt schon wieder dieser blöde Loot hier? Kritten tue ich auch nicht wirklich hier irgendwas. Oder tue ich wirklich nicht. So. Ja, der hat doch irgendwas fallen lassen. Ich hab's gesehen, aber wie man sieht, ich kann's hier wieder mal nicht aufnehmen. Ich sehe hier einen Scheißdreck. So, hier sehe ich noch das Geld. Aber so Munition wäre eigentlich mal schön. Mir geht jetzt auch die Munition aus, wie man sieht. Ach, das ist die Panzerbrechner sogar. War keine Ahnung, warum die reingeladen wurde. Denn ich habe ja noch die andere Munition. Gehabt, sehe ich gerade. Wie viel habe ich denn davon schon verbraucht? Holy shit. Also wir nehmen das Geld auf. Wenn mir hier jetzt gleich die Munition ausgeht. Oh, jetzt habe ich mich erschrocken. Mehr oder weniger, nicht wirklich, aber... Zack. So, der Kollege ist weg. Jetzt wird aber gelootet hier. Pistole der Reise. Ich bin mir sicher, dass der Typ hier auch so einen kleinen Krippel hat fallen lassen. Okay, wir nehmen das Geld auf. Und die Pistole... Ich laufe mal kurz zurück. Ich will kurz im Inventar schauen, was das für ein Ding ist. Und ob die Munition hat. Aber die war grau. Es sah so aus, als könnte ich sie gar nicht benutzen. Aber doch, ich kann sie benutzen. Hm. Ich lade eben nach. So, komplette Munition aufgebraucht. Das heißt, ich werde jetzt die andere Waffe noch einwechseln. Und danach müsste ich zusehen, dass ich irgendwie ranrücke.
Kapazität 35, was bedeutet das? Kapazität 20. Dann nehme ich erstmal das Ding rein hier. Vielleicht werde ich es brauchen. So, wie sieht mein Weg aus hier? Müsste der letzte Gegner sein. Denn der ist ja der Übergott. Ich höre noch jemanden aus dem Hinterhalt. Ach so, ich muss wechseln. Ja, das kann man natürlich nicht schießen. Holy shit. Das sind ja meine Leute. So, ich habe keine Waffe mehr. Muss jetzt also mit dem Gewehr ran hier. Und danach müsste ich das Messer nehmen. Hey, der gehört zu mir. So, was haben wir hier? Pistole, Brandmunition. Interessant. Noch was? Na, noch ein bisschen Geld. Ich hoffe, da kommt dem nächsten Händler. Ich würde nämlich auch gerne mal ausgeben. Oder was kaufen, was auch immer da noch so rumliegt. Da liegt noch mehr Geld. Mehr wurde nicht fallen gelassen. Echt jetzt? Das ist alles. Pistole, Munition. So, haben wir noch was? Wirklich nicht. Ich werde mal kurz im Inventar gucken. Ich habe also Pistolenmunition. Ich habe hier lauter MGs. Pistolenmunition. Revolver Nagra, Schaden 5 bis 8. 4 bis 10. 4 bis 10. Okay, ich nehme den Revolver rein. Quatsch mit dem Kollegen hier. Überlebende aus dem Strafbataillon? Gut, dass Sie hier aufgekreuzt sind. Ich dachte schon, ich wäre erledigt. Danke für Ihre Hilfe. Ab sofort stehen Sie unter meinem Kommando. Ich kann hier jeden einzelnen Soldaten gebrauchen. Gehen wir zum Bauernhof, auf dem sich die Partisanen verstecken. Mit Ihrem Funksender können wir Verstärkung anfordern. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie bereit sind, aufzubrechen. Unter Notizen finde ich Ihre Funktion. Drücken Sie J im Ohren, auf die Aufgaben aufgelistet. Alles klar. So, also soll ich ihn tatsächlich dann anlabern oder was? Ich wechsle erstmal hier. Die ist nachgeladen. Und wir werden auch wahrscheinlich recht schnell dann das Ding hier benutzen. So. Ja, hört sich mal an. Dann los. Let's fetch. Bin ich mal gespannt, was jetzt kommt. Es wird bestimmt nicht einfacher. Ich werde auch gleich mal abspeichern, wollte ich selber. Ich meine, hätte ich gewusst, wenn ich daran denke, wie ich am Anfang einfach mit dem scheiß Messer durch die Gegend gelaufen bin. Das ist schon richtig dämlich. Richtig dämlich. So, abspeichern. Ich bin hier schon verreckt. Ich musste, vor 20, 25 Minuten musste ich schon ladern. Ich dachte dann war der. So, speichern. Ich überschreibe hier einfach irgendein altes Ding hier. Ah, hier sieht man es mal, weil zuletzt. Yep. Oh, so looks im Spiel. Jetzt gibt's wieder eine neue Aufgabe. Hier wollten wir uns eigentlich treffen. Da niemand gekommen ist, muss auf dem Bauernhof etwas vorgefallen sein. Ich darf kein Risiko eingehen, weil ich wichtige Dokumente bei mir habe, die dem Feind nicht in die Hände fallen dürfen. Deswegen müssen Sie der Sache allein auf den Grund gehen. Schlagen Sie sich bis zum Bauernhof durch und finden Sie heraus, was da los ist. Kommen Sie anschließend so schnell wie möglich zurück. Ja, das machen wir doch. Was ich noch sagen wollte, ich erwähne es nochmal, ich spiele das hier auf leicht. Das heißt, ich kann nicht gekrittelt werden vom Gegner und ich krieg dafür aber auch weniger Erfahrung, nämlich nur 75% anstatt 100%. Eine Frage der Ehre. Gut, ist ja alles aufgeritten. Brauchen wir eigentlich nicht durchlesen. Es sei denn, man kommt wirklich durcheinander hier. Ich gucke mal auf die Karte. Irgendwie zum Bauernhof kommen. Okay, das kriegen wir, glaube ich, hin. Ei. Und da fängt schon wieder an. Jetzt sehe ich wieder nicht...
So, schnell benutzen hier. Jetzt lädt der Schmutz hier auch noch nach hier. Ja, das gibt's auch nicht. Aber wie man sieht, ich könnte getötet werden. So ist das nicht. Ich habe das Gefühl, so wenn die Idioten hier direkt auf dem Loot landen, kann man einfach nichts einsammeln. Ihr habt's gesehen, der hat was fallen lassen und ich kann den Dreck nicht aufsammeln. Ich kann nur sein scheiß Geld aufsammeln. Aber da war noch was anderes. Das liegt nämlich unter dem. Wie kriege ich diese Leiche weg? Wahrscheinlich gar nicht. So, also kann ich die Fick jetzt hier nicht einsammeln. Tollwurst. Scheiße. Also das regt mich dann schon auf. Das finde ich blöd gemacht. Das sind halt so diese Fehlerchen, die ein Spiel einfach ein bisschen nach unten ziehen. Die ein Spiel ein bisschen nach unten ziehen. Und, naja, so ein bisschen den Spielspaß mindern. Ich meine, das gibt's in jedem Spiel, egal wie alt, wie neu oder was auch immer, ne? So, Kärtchen auf. Ich muss hier irgendwie rum. Hier lang, da rum. Alles klar. Und durch den bösen Wald hier. Ah, sicher ist sicher. Ich werde hier noch meine Verbände. Die sollten eigentlich doch ohnehin drin sein. Ich hatte die eingewechselt. Ah, naja, gut, egal. MG-Munition wäre richtig geil. Also irgendwie zum... Oh, shit. Na, das lässt sich wohl nicht vermeiden.